Ja, hallo, Lieben, hier ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Ja, heute habe ich mal so verschiedene Hüte auf. Wir gucken uns mal drei Sachen an, wo ihr auch Updates haben wolltet, teilweise zumindest. Und zwar ist das einmal Julian Zietlow, immer wieder beliebt. Dann ist das Stranger Sins, da wollte ich was sagen, so einfach nur ein paar Gedanken und auch so eine Sache so aus Paarberatungssicht, was ich da so ein bisschen schwierig finde. Und dann wollte ich was sagen zu Io So Wann, wollte ich mal nur eine Szene rausholen, weil ich da zum ersten Mal jemand gesehen habe, der Standards und Dealbreaker hat. Finde ich hochgradig spannend, muss ich sagen. Ja, was ihr auch gefragt habt, was es heute nicht kommt, wollte ich aber schon mal kurz sagen, Johnny Depp und Amber Heard, die Netflix-Doku, ja, werde ich mal angucken. Ich habe die erste Folge gesehen, aber jetzt für mich absolut, ich habe das ja auch wirklich stundenlanges Material gesichtet, da für mich jetzt bisher nicht eine neue Sache dabei, aber ich werde es weiter gucken und mal schauen, ob sich da was Neues ergibt. Dann fragt ihr mal wieder nach Rammstein. Ja, werde ich auch was zu machen. Da muss ich aber so aus meiner Sicht der Nebel noch ein bisschen lichten, aber da habe ich ganz viel zu sagen, glaube ich. Und auf jeden Fall. Und dann hattet ihr, glaube ich, auch noch irgendjemand mit der Luke Mockridge-Geschichte. Da hat meine liebe Kollegin Yvonne Moulon aber was zu gemacht. Ich denke, da hätte ich jetzt nichts weiter hinzuzufügen. Genau, ja, fangen wir mal an mit Julian Zietlow. Und ich habe einfach mal, ich meine, er hat jetzt viel gesagt und er macht ja immer einen so auf super spirituell und erleuchtet und ich weiß nicht was. Und also meine Lebenserfahrung ist aber das wirklich normale Lebenserfahrung. Ich habe wirklich von so vielen Gruppen bei Gurus und ich weiß nicht was. Also je mehr jemand betont, dass er erleuchtet, empathisch, ich weiß nicht was ist, umso mehr stelle ich das mittlerweile in Frage. Und ja, und was wir, also jetzt, dass er letzte Woche ja Thema war, ich lasse es auch inhaltlich, interessiert mich das gar nicht. Also er hatte ja diese Firma mit Nahrungsergänzungsmitteln unter anderem und die hat er jetzt ja nicht mehr. Also ich meine, ich vermute jetzt mal nicht, als er seine Anteile da umsonst abgegeben hat. Ne? Das heißt, da ist ja unglaublich viel Geld drin, da wird er eine Menge Geld gekriegt haben. Und er hat ja scheinbar einen Konkurrenten. One Nutrition heißen die, glaube ich, ist ja auch uns durchaus bekannt, sage ich mal. Und ja, und hat sich da ausführlich drüber ausgekotzt, wie schlimm die sind und ich weiß nicht was. Ich denke mir dann immer, wenn jemand doch so erleuchtet ist, das kann einem doch scheißegal sein, was jemand anders macht. Ne? Es ist auch völlig wurscht irgendwie. Und wenn man wirklich so voller Liebe ist, wie er immer behauptet, dann gönnt man doch eben nur das Beste. Also ich von mir würde jetzt nicht behaupten, dass ich erleuchtet bin. Also von daher, mir ist auch nichts Menschliches fremd. Aber es geht ja darum, zu sein, wer man ist, ne? Und nicht was anderes vorzugeben. Und auch wenn Leute sagen, dass sie garantiert gar keine Masken mehr aufhaben, ja, liege ich immer schon schreiend in der Ecke. Aber gut, egal. Aber das ist doch kein Zeichen von Erleuchtung irgendwie, ne? Wenn du dich totlachst über den Misserfolg von jemand anders und vor allem, wenn du in der gleichen Branche gearbeitet hast und mit den gleichen Sachen, die er jetzt so heftig kritisiert, eine Menge Geld gemacht hast und von dem Geld ja auch lebst. Das wird ja jetzt nicht investiert in eine Tierrettungsfarm oder weiß ich nicht, Überfischung der Meere zu stoppen. Nein, er lebt da ja von und das heißt, er hat ja auch von profitiert. Und da finde ich das irgendwie komisch, sich da so drüber aufzuregen und hat für mich mit erleuchtet gar nichts zu tun, sondern irgendwie immer wieder, ja, jetzt hat er es abgegeben, jetzt kriegt er darüber diese Aufmerksamkeit nicht mehr und ja, muss sie halt jetzt über, dass er auf Konkurrenten rumhackt, da die generieren und finde ich überhaupt nicht gut. Ja, dann gucken wir uns mal so drei Storys an. Ja, ich blende die mal hier ein und ich erspare euch mal die gehirnzerfetzende, weiß nicht, was das sein soll, pseudo-buddhistische Hintergrundmusik irgendwie. Oder, keine Ahnung, vielleicht ist das auch andere Guru-Musik, weiß ich jetzt nicht. Und das ist für mich so ein typischer Fall von diesem pseudo-spirituellen
Ja, ich finde es Müll irgendwie, der so rausgeballert wird, wo so irgendwas in Raum gestellt wird. Und es gibt so viele Kanäle, die sowas machen. Und wie gesagt, ich meine, alle haben ihre Berechtigung. Und wie gesagt, ich wünsche auch dem, ich wünsche ihm auch wirklich nur das Allerbeste, so, ne? Wirklich, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber mich ärgert das einfach immer, wenn so, weiß ich nicht, wenn so, meine Spiritualität ist wirklich was Heiliges, wenn das einfach immer so benutzt wird. Also ist meine Meinung nur wieder, ja, irgendwelche völlig random Stories zu machen, so, ne? Weil, also, ja, ich brauche niemand. Ja, wenn man niemanden braucht, dann braucht man auch den ganzen Tag auf Social Media rumhängen und sozusagen ganz wirklich 24/7 die Aufmerksamkeit von anderen Menschen suchen. Dann wieder irgendwie eine Kunstpause gemacht, dann wieder. Ja, das kann man ja machen, ne? Also es ist ja auch ein menschliches Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Nur dann, wie gesagt, ich dachte immer, das wäre irgendwie ein bisschen befriedet, wenn man erleuchtet ist. Und wenn er so niemanden braucht, wie gesagt, warum muss man dann diese ganze Aufmerksamkeit generieren? Und dann, was ich aber noch viel schlimmer finde, ist dieses, ihr braucht mich. Also ich meine, das ist doch wieder so, ja, ich bin jetzt euer, also ich verstehe das so, ich bin jetzt euer Guru, es wird ja auch gar nicht ausgeführt irgendwie. Ich erzähle euch jetzt, wie die Welt läuft und so werden die Leute immer eingefangen, ne? Also in diesen ganzen Plattformen, also mit irgendeinem pseudospirituellen Kram, der aber nicht abliefert. Wenn Leute wirklich abliefern, wie, ja, gibt ja, denke ich, es gibt wirklich spirituelle Leute, die liefern ab, ne? Wisst, kennt ja sicherlich auch genug Beispiele. Eckhart Tolle zum Beispiel, ja, der liefert wirklich ab irgendwie und er wird auch kritisiert, ne? Dass er zu viel Geld verdient, ich weiß nicht was. Spendet aber, glaube ich, auch irrsinnig viel. Trotzdem hat jeder seine Kritikpunkte. Und ja, Gott, da muss man schrittlich überlegen, wer liefert eigentlich ab? Hätte jetzt gesagt, fast gesagt Dalai Lama, aber da gibt es ja auch viel Kritik. Egal, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, vielleicht brauchen wir auch gar keine Gurus, weil entweder, also für mich macht das nur Sinn, Spiritualität, wenn wir alle den gleichen Zugang ja zu Gott oder zu spirituellem Wissen theoretisch zumindest haben und eben nicht so einen Vermittler brauchen. Das heißt, also entweder brauchen wir alle einen Guru, dann er aber auch, oder keiner braucht einen Guru irgendwie, ne? Und dann kann der es aber auch nicht sein, so ungefähr. Also es macht für mich irgendwie keinen Sinn und es ist wieder, was er die ganze Zeit schon macht, was ich wirklich das Unspirituellste überhaupt finde, sich die ganze Zeit über andere Menschen zu stellen und zu sagen, ich weiß es besser, ich bin besser. Gleichzeitig ein super hedonistisches Leben zu leben, kann man ja leben, ne? Ist ja, also ich finde Hedonismus auch, ist völlig in Ordnung, das zu machen. So Sachen rauszuhauen wie, ja, ich brauche keinen Sport machen, ich muss mich nicht gucken, ich esse irgendwie intuitiv. Da wiederholen sich immer diese gleichen Ideen, die, wo ich jetzt nicht wüsste, dass die irgendwo mal belegt sind. Ne? Und ich freue mich, also ich habe ja gerade wieder so eine Phase, wo ich mich so freue, dass es so Wissenschaft gibt, weil wir können, also kannst einfach mal nichts was anfangen, wenn das nicht wenigstens Minimum Beleg hat irgendwie so, ne? Finde ich zumindest, sonst ist doch alles nur Schall und Rauch, ne? Ja, gut, das mal dazu. Und dann wollte ich was sagen zu Stranger Sins. Pack den Link auch nochmal unten runter. Es gibt es ja in der, was gar nicht, ob es im Fernsehen läuft, in der RTL-Mediathek. Und blendet euch jetzt keine Soft-P-O-R-N-O oder auch Hard-P-O-R-N-O-Sachen hier ein. Ich wollte nur was sagen, ich habe die Sendung ist schon viel weiter fortgeschritten, aber ich war ja auch ein bisschen im Urlaub jetzt und was mir so richtig auf den Geist gegangen ist, ist da dieses Paar, die da in Temptation Island waren, ich guck mal gerade rein, wer das nochmal war. Ja genau, Credo und Ellie, also ich meine, alle kommen da hin und sagen, ich will einen Dreier, ich will einen Vierer, ich will einen Fünfer, ich will ausgepeitscht werden und ich weiß nicht was. Und wollen natürlich ins Fernsehen, klar, weiß nicht, wo man damit ins Fernsehen kommen will, aber gut, wir haben alle hier, es ist ein freies Leben, jeder kann das machen, was er will, alles gut, ist abgesprochen, was weiß ich, aber gut, alle dürfen das machen und die beiden werden so gemaßregelt, dass das doch ihre Beziehung gefährden würde, aber vorher, das gefährdet jetzt nicht die Beziehung, wenn die alle
Dreier und Vierer haben und ich weiß nicht was, die dürfen das dann nicht. Und dann kommt aber wieder das nächste Paar eingeblendet, ist auch jetzt egal, wie die heißen, wo der Mann dann wieder gefragt, was habt ihr denn für Wünsche? Und der Mann sagt, ich hätte gern, dass meine Frau irgendwie so einen Gangbang macht mit möglichst vielen Männern. Und ich will dabei zugucken, wo er echt denkt, alter Falter, was denkt er auch über seine Frau? Und das war wieder okay. Das gefällt aber nicht die Beziehung, ne? Dass ich mir wünsche, dass meine Frau von irgendwie 20 verschiedenen Männern durchgenommen wird. Das ist natürlich... Das ist auch, okay, Alter, ich dreh durch, ey. Dann noch was zur... auch, ich meine, ich sag jetzt gleich, die Sexologin, die da sitzt, ich kann mir vorstellen, dass das vor und zurück geschnitten wird. Ich habe keine Ahnung, was da wirklich passiert. Ich wollte nur zu einer Sache was sagen, als auch an die Leute, die vielleicht bei mir in der Ausbildung sind, waren zu Paarberater oder ich mache auch eine Einzelberatungsgeschichte, geht auch Ende des Jahres wieder los. Wenn du mitten in der Sitzung aufstehst und sagst, ich brauche mal eine Pause von euch, absolutes Desaster. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr sitzt da als Paar, du schüttest deine ganze Seele aus und du bewegst dich ja auch völlig in dem Rahmen, der da vorgegeben ist. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ich weiß ich nicht, meine Frau wurde von Außerirdischen entführt oder keine Ahnung, wir schlachten den ganzen Tag, schlachten wir Kanarienvögel, so. Nee, die bewegen sich da völlig in den normalen Rahmen, was da so passiert. Und dann steht die Therapeutin oder Beraterin oder Sexologin steht auf und sagt, boah, ich brauche jetzt erstmal eine Pause von euch. Wie fühlt man sich dann? Also das ist, was ich auch in meiner Ausbildung sage. Du musst den Klienten aushalten können. Die können sie ja schon selber kaum aushalten. Wenn du dann die nicht aushalten kannst, dann, das hat wirklich, das merkt man auch, wie die das wirklich, obwohl das ja natürlich auch eine Show ist, angetriggert hat, war zumindest mein Eindruck. Und dann sagen, dann versuchen sie sogar noch Mitschutzspiel und sagen, okay, wir sind jetzt hier das Paarberatungspaar und dann, was macht man denn so als Paar? Ja, stelle ich doch mal die Frage. Also sie haben ja so ein Misstrauensthema mit Fremdgehen, was ich schon absurd finde mit Dreiern, Vierern, dass das überhaupt nochmal extra thematisiert wird, aber egal. Wie kann ich denn das Vertrauen meiner Partnerin wiederherstellen? So, ne? Ja, und da wird einfach gesagt, pja, Kommunikation. Als wenn du zum Orthopäden gehst und sagst, mein Knie tut total weh und sagt er, was ist das denn? Dann sagt der Orthopäde, ja, Knieschmerzen. Ja, und jetzt? Also da kommt dann keine Antwort und ich finde dann, selbst wenn man jetzt der Meinung ist und wie gesagt, nur sie steckt da drin und das kann man jetzt von außen letztlich auch nicht, will ich auch gar nicht beurteilen, ich wollte es einfach nur sagen, ich glaube, ich würde, das ist nämlich das Letzte, was ich machen würde, damit in einer Sitzung rausrennen, aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie das geschnitten ist, was da wirklich passiert ist, ne? Also alles gut. Allerdings finde ich, wenn man dann schon sagt, wir machen hier so ein paar Beratungsding, da musst du auf solche Fragen auch eine Antwort haben und ich finde, da gibt es zumindest, ja, meine ich zumindest, wäre Teil meiner Ausbildung, gibt es auf solche Fragen, gibt es definierte Antworten. Also ich könnte wie aus der Pistole geschossen jetzt sagen, was man da machen kann. Und aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie das geschnitten ist. Und ich wollte es nur mal sagen, das hat mich irgendwie total getriggert. Darf ich ja mal sagen vielleicht. Genau. Und dann kommen wir als letztes mal zu IO The One, auch eine Folge auf RTL, wo ja 20 Leute zusammengetan werden und sollen sich so, wie auch immer das gemacht wird, Matches finden, die angeblich besonders gut zueinander passen. Ist ja auch ein lustiger, ist ja auch nur eine Show, meine Güte, ne? Aber ich war sehr erstaunt, was ich da gesehen habe. Ja, und zwar geht's um Paco und Daniele und ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, die Frau hier dazwischen und sie hat halt, wie das im echten Leben, ja, also meine, in der Show ist ja eigentlich egal, wie das im echten Leben auch immer passiert, mit beiden Männern angemeldet, ich glaube sogar zuerst mit Daniele, aber dann ist natürlich gleich zum nächsten, ah, ich finde dich auch toll und bla und ach nee und kann ich nicht bei dir schlafen, also hat quasi zwei, also wenn man so will, zweigleisig gefahren und hat dann auch die Nacht
mit dem Paco irgendwo verbracht irgendwie. Und Danielo, den kenne ich ja noch von, der kommt gleich auch, wird gleich auch zu sehen, ich kenne ja noch von Love Island. Witziger Typ, wirkte da so ein bisschen bindungsängstlich, aber er hat auch eben Standards, ne? Und das ist halt so eine Sache, wo man jetzt auch weiß, das findet er so, also 32 fahren, hasst er wie die Pest irgendwie. Und ja, schauen wir mal rein. Er muss das wahrscheinlich noch so ein bisschen schneiden, ist auch sehr explizit teilweise. Hast du Bock? Ja. Bist du gut gelaunt? Ja. Und sonst? War die Nacht? Gut, ja. Okay, ne? Mein Gott, was hab ich gemacht, ey? Weißt du schon, wie du nimmst? Paco muss man auch sagen, sehr polarer Typ, kann man nichts sagen. Aber Danielo auch. Aber gut, gucken wir mal weiter. Für das Spiel? Mhm. Nö, keine Ahnung. Okay. Hast du? Ja, ich glaube, ich nehme Danilo. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal ein bisschen ruhiger angehen. Auch so, um zu gucken, wie Danilo darauf reagiert vielleicht. Na, wie wird er das wohl finden? Schau doch mal. Ich bin ein Freund von ehrlicher Kommunikation. Ja, aber ich habe nicht das Empfinden gehabt, dass ich irgendwie mit dir auf dieser Basis eine ehrliche Kommunikation führen muss, weil du mir 5-mal gestern gesagt hast, dass es nur fürs Spiel ist. Also ich... Ja, das hat er ihr aber gesagt, weil sie da auch schon mit ihm geflirtet hat, ne? Ist auch wieder so geil, wie sie das jetzt sofort dreht. Ich sag ja so, fürs Spiel kann sie mein Perfect Match sein. Im Privaten hätte ich sie nicht mal mehr mit meinem Arsch angeguckt. Ja, aber tust du, als ob das so richtig verwerflich... Ja, und das, Leute, sind Chance und Dealbreaker. Also er hat mit ihr angefangen zu flirten, sie ist zu einem anderen Typen gegangen und dann ist sie für ihn durch. Und das ist genau diese Haltung, sieht man eigentlich fast nie in Dating-Shows, diese Haltung, die es wirklich braucht. Na, okay, du bist raus, ne, das war's. Und nicht irgendwie, dass der andere böse ist oder so. Jetzt kommt es so ein bisschen an, dass er so, wie soll ich mal sagen, wie nennt man das heute, Slut-Shaming, glaube ich, macht. Aber es geht ja gar nicht um sie, es geht nur darum, dass er sagt, hey, sorry, das ist ein Spiel, also ich möchte einfach da jetzt nicht weitermachen, du bist raus, ne? Und diese Härte würde ich mir auch von euch wünschen, ob gab jetzt Mann oder Frau im Datingleben so, ne? Ich wäre, was ich gemacht habe. Nein, das kratzt an meinem Stolz, Ego, italienische, keine Ahnung, was es ist. Du musst mir nicht alles sagen, aber wenn ich dich so frage, ey, was ging gestern, was? Nee, das war heute vorhin deine Antwort. War ja auch nichts. Ich weiß aber von Paco, der hat mir gesagt, dass sie an ihren Pisellino ist, ne? Das ist einfach so geil, dass sie sagt, da war nichts, könnte mich totladen. Ja, ich meine, das ist so ein Spiel, aber so ist es in der Realität ja auch oft, ne? Da war doch nichts, ja, was willst du denn? Dann mache ich halt mal mit anderen Typen rum, während wir auch daten, ist doch scheißegal. Und klar, das ist, diese Sendung ist, ich meine, ist das natürlich Programm, sage ich jetzt mal, aber. Das ist genau der Punkt, ne? Das ist ja, was im Dating auch mal wieder passiert. Und ich finde das so geil einfach, dass der Typ einfach mal sagt, gilt für Frauen auch genauso, ne? Also es wird ja auch, die Männer daten ja auch permanenter parallel und was weiß ich. Wenn man von vornherein sagt, hey, ich werde hier alle gleichzeitig kennenlernen, ist ja auch okay, aber aus seiner Sicht hatte sie halt wieder so getan, als wenn es die beiden, die sich jetzt kennenlernen. Und wenn das eben, dann ist es auch irgendwo ein bisschen gelogen so. Und dann, das sage ich, was ich immer wieder sage, sobald, gerade im frühen Dating, auch wenn du Leute nicht kennst und es läuft in eine falsche Richtung und so, du guckst auf deine Status- und Dealbreaker-Liste und da sind gravierende Sachen verletzt, das ist auch in meinem Modul 1 ausgelegt ist, dass du dann ganz lieb und nett sagst, das war's, du bist raus. Ne? Ist nicht, du kannst das machen, aber nicht mit mir eben, ne? Sehr geil, hat mir gut gefallen. Auch das verlinke ich euch. Auch das kommt, glaube ich, nur in der Mediathek. Falls da noch irgendwelche anderen großartigen Szenen sind, werde ich es euch zeigen. Ansonsten, wenn ihr irgendwas anderes habt, auf das ich reagieren soll, ich dachte mir, so einmal die Woche kann ich ja mal oder ab und zu mal zwischendurch mal so ein paar Sachen zusammenfassen. Oder auch, wenn ihr sagt, Mensch, mach weiter Zitlo oder weiter das oder dies oder jenes oder... Wir hatten ja auch neulich auch mal ein Nachtcafé, das war, glaube ich, mein erfolgreichstes Video dieses Jahr mit dem Dreieck, also irgendwas anderes. Genau, ich kann nicht alles immer umsetzen, aber da kamen auch schon Vorschläge, freue ich mich immer und ich gucke mir das dann auch
auf jeden Fall an. Ne? Ist ja auch mal schöne Abwechslung zu den E-Mails, denke ich zumindest. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, holt euch Lesungsticket noch. Wir haben jetzt noch Essen dazu gepackt. Und die iPhone-App ist draußen, also die Liebeship-App. Wir haben jetzt eine eigene App für meine Kurse. Hätte ich gar nicht gedacht. Also es ist so sehr basic, die App, aber es ist begeistert aufgenommen worden. Also freue mich total, dass ich die euch kostenlos zur Verfügung stellen kann. Gibt es leider erstmal nur für im Apple Store für iPhones. Und ja, werden jeden Tag zugeschüttet mit E-Mails. Wann kommt die Android-Version? Ich bin leider, also die ist in Planung und die ist auch schon getestet worden. Ich habe ja schon mal Apps rausgebracht für den App Store und deswegen kenne ich diese Prozesse da einfach besser. Für mich ist Android, ist für mich wirklich Chinesisch lernen irgendwie im Schnelldurchgang. Also seht es mir nach, dass das, also ich bin dran, aber es ist für mich, ich bin auch Psychologe und kein Software-Ingenieur. Also ich gebe mein Bestes und ja, wir sind ja auch, ich habe ja hier nicht noch im Hintergrund irgendwie Leute, die das für mich machen, muss das irgendwie selber machen. Also ja, nochmal kurz aus dem Schneideraum hier, gerade wo ich das Video schneide, ist die App genehmigt worden, auch im Google Play Store, also auch für euch Androidianer ab jetzt verfügbar. Freue mich über Feedback. Ich habe kein einziges Android-Gerät. Schreibt mir mal, ob das alles funktioniert. Wie gesagt, ist es recht basic für die Kurse. Und genau. Habt ihr schon ein bisschen Unterstützung, aber es dauert halt. Ne? In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.